Hallo Leute, willkommen beim LS22 Mais Plus in Erlengrad. Dies ist Teil 20. Und heute ist der Biertreber endlich dran. Gehen wir mal runter, gucken nach den Tieren. Und dann kaufen wir uns eine Fuhre Biertreber. Und vielleicht noch ein zusätzliches Silo. Denn man muss ja irgendwie Biertreber-Silage machen. Ja, die Kühe sehen ganz zufrieden aus, finde ich. Und die Schweine auch. Das ist irgendwie das Schöne, dass die Tiere irgendwie immer zufrieden aussehen im LS. So, und wir haben ihnen ja auch ordentlich was zu futtern hingestellt. Ihr habt schon geschrieben, das reicht bis nächstes Jahr. Das glaube ich jetzt eher nicht, aber bei Mais Plus fressen die auch viel mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen Reserve da. So. Ja, vor allem hier bei den drei kleinen Stellen. Und Eier, ja. Eierproduktion, Wolleproduktion, das spielt eher eine Nebenrolle. Gut. Ja, Biertreber möchte ich machen. Und irgendwas wollte ich noch gucken. Und ich habe vergessen was. So. Ich denke mal, in erster Linie brauchen wir einen Anhänger. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich gucken wollte. Mein schlaues Buch. Also, was heißt mein schlaues Buch? Das schlaue Buch vom Mais Plus. Da ist es. Hier können wir nämlich sehen, bei welchen Tieren wir Biertreber in welcher Form an den Mann bringen können. Also es geht los mit den Kühen. Die fressen Biertreber gerne als Saftfutter. Sozusagen als Ersatz für frisches Gras oder Zuckerrübenschnetzel oder solche Sachen. Oh, und die Rübennassschnitzel haben wir auch noch gar nicht auf dem Plan. Die Schafe, die fressen kein Biertreber? Nein. Und die Schweine aber bestimmt. Die fressen Biertreber, jawohl. Von Biertreber-Silage steht da aber nichts. Die Pferde fressen gar kein Biertreber. Und die Hühner fressen auch kein Biertreber. Das heißt, wir haben nur die Schweine. Die Schweine fressen es als Eiweißfutter anstelle von Sojabohnen. Und die Kühe anstelle von Gras als Saftfutter. Hm. Ja. Und ihr habt mir auch gesagt, ich hatte ja gejammert, dass es nicht dokumentiert sei mit dieser Mühle. Das ist weiter vorne. Also hier. Da steht es. Und da ist auch die Dokumentation, die ich haben wollte, die ich vermisst habe. Und da entschuldige ich mich ganz offiziell bei den Machern von Mais Plus. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum ist das so aus meiner Sicht durcheinander? Weil hier werden mal die Geräte beschrieben und dann kommt hier hinter den Tierfuttersachen diese Animal Food Editions. Da hatte ich ja sogar schon mal gedacht, okay, hier ist die Dokumentation fürs eigentliche Mais Plus vorbei. Und dann wird weiter hinten wieder Geräte beschrieben. Und darum habe ich das nicht gefunden. Aber hätte ich mal alles durchgeguckt. Ja, also da würde ich mir jetzt
Ich nehme meinen Wunsch zurück, dass ich eine Dokumentation dieser CCM-Mühle haben will, denn die ist da. Dafür wünsche ich mir, dass das Ganze irgendwie etwas aufgeräumter ist, etwas anfängerlogischer angeordnet. Weil bestimmt hat das eine bestimmte Logik intern, warum diese Animal Food Extension, dieses zusätzliche Modpack, mitten da drin ist. Nun ja. Und auf jeden Fall steht das hier wunderbar. Und die Mühle startet, sobald sie befüllt wird und das Rohr ausgeklappt ist und der Motor des Schleppers läuft, an dem sie angehängt ist, und ein Anhänger unter dem Rohr steht. Wenn ich das gelesen hätte, hätte ich nicht eine Folge rumprobieren müssen. Es ist also gut beschrieben. Da kann man gar nicht meckern. Und hier ist das auch noch sehr schön für das Mischgetreide beschrieben. So, jetzt brauche ich, ich gucke diesmal von vorne durch. Gibt es eigentlich ein Inhaltsverzeichnis? Nee, das sind die Features. Das sind schicke Bilder. Also dann müssen wir wohl einfach alles durchgehen, nicht dass ich wieder was übersehe. Das waren die ganzen Grasstufen, weil ich will jetzt den Biertrieber in seinen Varianten erkunden. Fütterungsänderungen, okay, das sind die einzelnen Tiere, wo wir oft gucken. Das ist die Mais Plus Animal Food Editions, die ich ja später nochmal mit reinnehmen will. Aber vorher will ich noch dieses Tiere fressen Gras auf Wiese Extension mit reinnehmen. Das ist alles noch Food Edition bis hier. Und dann kommt das Mixer-Menü, was wir auch noch brauchen. Die Futterzusätze. Ich hoffe, da kommt jetzt noch eine Biertrieberbeschreibung. Okay, das sind die Fahrsilos. Hier sieht man Biertrieber und Biertriebersilage. Da! Sehr gut! Also, Biertrieber und Biertriebersilage wird als zusätzliche Komponente für die Fütterung eingeführt. Biertrieber könnt ihr nur an einer speziellen Verkaufsstation, in Klammer Biertrieber-Verkaufsstation, welche als platzierbares Objekt im Shop unter Gebäudecontainer erworben werden kann, kaufen. Biertrieber muss dann zur Fütterung fermentiert werden. Dazu den Biertrieber in ein Fahrsilo kippen und zu Biertrieber-Silage fermentieren. Okay, also die fressen den Biertrieber nicht so, wie wir ihn kaufen können, sondern wir müssen dazu extra Biertrieber-Silage machen. Alles klar. Danke für die Info. Ja, ein bisschen umsortiert und ein Inhaltsverzeichnis. Und dann würde ich mal ein höchstes Lob über diese Dokumentation aussprechen. So. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Wir platzieren erstmal ein extra Silo. Ein extra Biertreber-Silo. So. Und das stelle ich hier hin, dann können wir hier nämlich die Biertreber-Kaufstation hinstellen. Silos. Und ja, ich könnte natürlich die hier auch mal leeren, diese beiden. Aber dann bin ich ziemlich beschäftigt. Wo ist das Kleine? Ach, da ist es. Kommt das erst, das Kleine. Ja. Flup, flup, flup. Na? So, komm. Okay. Das ist so eigentlich nicht vorgesehen. Da ging es hin. Ich meine, normalerweise würde ich ja das einfach ignorieren, diese Meldung, und das hinstellen.
Aber wir brauchen ja auch diese Unterfläche, also das Betonierte oder so, darunter. Und wenn man es im freien Modus platziert, dann kriegt man die nicht. Da können wir da noch durchfahren dann? Ich glaube ja. Okay, also hüpfe ich hier mal raus und packe die Kiste woanders hin. Ja, Kartoffeln. Die können wir hier dazustellen. So, jetzt aber. Ja, da komme selbst ich noch durch. Wie, überlappt mit einem anderen Objekt? Was ist da? Nüscht. Oder hat dieses hier so einen langen Ausfahrt-Dings? Gucken wir mal. Ob das vielleicht Kollisionen sind? Nö. Ich meine, es kann sein, dass dieses hier eine sehr lange Ausfahrt erzwingt. Das ist nicht ausgeschlossen. Wobei es aber nur bis hierhin den Boden verändert. Tja. Wo könnte ich sonst hinpacken? Da könnte ich es hinstellen. So. Ich meine, ich könnte es. Na, so. Komm. So hinstellen. Wir haben ja diesen Platz im Prinzip extra zum irgendwas draufstellen freigelassen. So. Und jetzt kaufe ich den Biertrieber-Verkaufsstation. Was ist denn dies hier? Die Rübenassschnitzel-Verkaufsstation. Und das hier ist die Biertrieber-Verkaufsstation. Die stelle ich jetzt einfach so hin, dass man hier sozusagen wie durch so eine Art Tunnel, ein Verkaufstunnel durchfahren kann. Je nachdem, was man haben will. Dahinter kommt dann die Rübenassschnitzel. Womöglich muss man aus der dann auch noch Silage machen, aus den Rübennassschnitzeln. So. Sehr gut. Und jetzt kaufen wir Biertreber und silieren den. Ah, ihr fragt euch, was Biertreber ist. Offenbar habe ich mit meiner Vermutung recht gehabt. Und zwar, Biertreber entsteht als quasi Abfallprodukt beim Bierbrauen und darum heißt es auch Biertreber. Beim Bierbrauen, da wird ja aus Gerste Malz hergestellt und das heißt, die Gerste wird zum Keimen gebracht. So. Okay, lassen wir das einfach mal vollkaufen. Wir haben ja Geld. Und also die Gerste wird so ein bisschen zum Keimen gebracht, aber nur so ein ganz bisschen. Und dadurch wird das Getreide auch süßlicher. Und was auch passiert, wenn man Weizen zum Keimen bringt, wenn man so Weizenkeime macht oder so. Und werden diese Gerstenkeimlinge meines Wissens getrocknet und so ein bisschen angeröstet leicht. Und dadurch kriegen die diesen Malzgeschmack. Und daraus wird dann das Bier gebraut. Aber wir haben ja im Bier keine Getreidestücke drin. Wir haben auch keinen Getreidebrei im Bier. Das heißt, es wird dann irgendwie, wird dann
das gewässert, wie auch immer. Ich habe noch nie Bier gebraut. Das sollte ich mal machen, übrigens. Aber ungefähr weiß ich, wie es gemacht wird. Dann wird sozusagen, ja, dieses süße Malz aus den Gerstenkörnern rausgelöst. Und das wird dann zu Bier vergoren und so weiter. Und dann hat man was übrig, nämlich diese Gerstenkörner. Und diese leicht ausgelaugten, angedörrten, angekeimten und so weiter. Und das ist der Biertreber. Also im Prinzip das Abfallprodukt der Bierherstellung. Und es wird ziemlich gern als Tierfutter verwendet. Und ich finde es auch gut, dass es nicht einfach weggeschmissen wird. Denn das ist ja noch ein wertvolles Material. Hier kann man sich das angucken, wie das im LS aussieht. Der heilige Biertreber. Und jetzt kippen wir das mal hier rein. So. Na, da hätte ich weiter nach hinten fahren sollen. Mal gucken. So. Jawohl. Das hat noch geklappt. Und dann fahre ich das mal platt. Und dann wird das siliert. Und ja, ihr habt mir geschrieben, dass ihr das von manchen Brauereien kennt, dass die den Bauern in der Umgebung den Biertreber praktisch kostenfrei oder sehr günstig anbieten als Tierfutter. Und da stehen die Bauern dann mit ihren Anhängern in großen Schlangen vor der Brauerei, um sich diesen Biertreber abzuholen, weil das offenbar ein gutes Geschäft ist für die Landwirte. Und ich finde das sehr cool, dass, ja, dass es sozusagen weiterverwendet wird. Bei uns hier in der Gegend gibt es auch sowas wie Weintreber. Ich weiß aber nicht, ob das so genannt wird. Da müsste ich mich mal informieren. Und zwar, wenn man Wein macht aus den Weintrauben, da werden ja auch die Weintrauben werden ausgedrückt, ausgestampft, maschinell inzwischen. Und um den Weintraubensaft zu kriegen, der dann zu Wein vergoren wird. Und da bleibt ja auch was übrig, nämlich Schalen, Reste vom Fruchtfleisch, Kerne und so weiter. Und das liegt dann hier in der Gegend oft in großen Haufen in der Gegend rum und stinkt ziemlich. Also so gärungsmäßig stinkt das, weil da ja auch noch Fruchtsüße drin ist und so. Und ich weiß nicht, ob die das zu Kompost verarbeiten oder was da sonst mit geschieht. Sollte ich mich auch mal schlau machen. Auf jeden Fall sehe ich öfters mal so Haufen mit diesen Resten vom Weinbau. Und das ist ja im Prinzip das Äquivalent zu diesem Biertreber. Und da frage ich mich, ob man das vielleicht auch zum Schweinefüttern nehmen könnte. Vielleicht wisst ihr das ja. Wenn ja, dann schreibt mir das in die Kommentare, was man mit Weintreber, Weinresten machen kann. Irgendwer hatte mir das auch mal erzählt, von hier aus der Gegend, und ich habe es vergessen. Auf jeden Fall riecht hier im, ja, sagen wir mal ab Mitte September oder so, riecht es hier in der Gegend oft nach diesen gärenden Weintraubenresten. Und
Je nachdem, wie die Windrichtung ist oder so. Also mehr, wenn ich drüben in Breisach auf der deutschen Seite bin. Bis hier ins Elsass kommt der Geruch meistens nicht, weil da ja der Rhein dazwischen ist und der hält den Geruch wohl auf. So. Jetzt haben wir also hier Biertrieber Silage angesetzt. Und ich denke mal, fertig gibt's die nicht. Obwohl, wir gucken mal. Gucken mal. Zu den Biertrieber, so wie wir ihn haben, also unsiliert, gibt es ja auch laut Handbuch nur in diesem bräunlichen Dings zu kaufen. Aber jetzt gucken wir mal hier durch, ob es da vielleicht fertige Biertrieber-Silage gibt. Aber ich glaube eher nicht. Die haben zwar Getreideschrot, aber die Biertrieber-Silage muss man offenbar selber machen. Hier müssen wir warten. So. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Denn ich denke mal, wir haben für heute alles erledigt. Ich mache noch mal hier die Mais-Silage und die Gras-Silage auf. So. Damit wir sie schon mal sehen. Okay, das ist Mais-Silage und das erkennt man unter anderem an den paar Maiskörnern da drin. Wir haben ja sogar doppelt Mais-Silage. So. Jawohl. Sieht genauso aus. Wunderbar. Und die werden wir verwenden, wenn wir den Futtermischer für die Kühe haben. Oh, seht ihr dahinter diesem Deukers Verkaufssilo, was da für komische weiße Effekte sind? Mysteriös. Und das hier ist die Grassilage. Okay. Und die sieht braun aus. Oh, ihr hattet mir auch geschrieben, man kann das Silo einfach so komplett öffnen, indem man da einfach drauf geht und immer weiter öffnet. Wir hatten da jetzt eben den Öffnungsbefehl. Gut, dieses kleine kriegt man ganz auf. Aber bisher kenne ich das immer nur, man kann hinten öffnen und vorne. Und wenn das natürlich sehr klein ist, dann reicht das aus, um es ganz aufzumachen. Jetzt gucken wir mal bei diesem hier. Da kann man natürlich auch hier öffnen. Und jetzt gucken wir mal, ob es auch mit dem Mittelteil geht. Das wäre dann auch eine Neuerung. Hier kann man nicht. Was war da? In Fahrzeug einsteigen. Ach so, weil ich da neben dem. Also, hier in meinem Spiel kann ich den Mittelteil von einem Fahrsilo nicht von Hand öffnen. Da brauche ich irgendein Fahrzeug, Frontlader oder sonst was. Okay. Dann finde ich das zwar bedauerlich, aber ich bin beruhigt, dass ich keine falsche Info im Kopf hatte. Okay. Und dann gucken wir mal, wie lange dies hier noch dauert. Das haben wir ja beim letzten Mal gemacht. Das war die CCM. Genau. 9%. Okay. Und das andere ist noch ganz frisch. Unsere Biertrebersilage. Jawohl. Okay, dann würde ich sagen, ich mache Schluss mit dieser Folge und in der nächsten Folge ist dann November und dann ist vielleicht wenigstens schon mal die CCM-Silage fertig
Und mit der Biertreber-Silage gucken wir dann mal. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.